Bei der ersten Runde der Parlamentswahl in Frankreich an diesem Sonntag zeichnet sich eine geringe Wahlbeteiligung ab. Präsident Emmanuel Macron gab zusammen mit seiner Frau Brigitte seine Stimme um die Mittagszeit in Le Touquet, einem französischen Küstenort, ab. Die rechtsextreme Marine Le Pen beklagt, dass Macron entgegen seiner Ankündigung bisher kein Verhältniswahlrecht bei der Parlamentswahl eingeführt hat. Die Kandidatinnen und Kandidaten der Partei von Jean-Luc Mélenchon treten deshalb bei dieser Wahl in einem Linksbündnis zusammen mit Grünen und Sozialisten an. Dieser Wähler beklagt, dass alles teurer geworden sei und dass die Politiker nur über den Krieg redeten, während der Liter Benzin jetzt 2,17 Euro koste. Dieser Wähler meint, dass es falsch sei zu sagen, dass diese Wahl nicht wichtig sei. Ein Präsident, der keine Mehrheit im Parlament habe, könne nichts tun. Ob es Emmanuel Macron gelingt, eine absolute Mehrheit für seine Präsidentenpartei zusammenzubekommen, entscheidet sich wohl erst in der zweiten Runde in einer Woche. Nur die Abgeordneten, die in ihrem Wahlkreis die absolute Mehrheit erhalten, sind heute Abend gewählt.